So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einer ganz leicht kurzfristigen Stream-Ankündigung, einer etwas spezielleren. Denn heute Abend spielen wir das Match gegen Schachmeister Weiß, sozusagen das Schlussmatch von Devon LeChan's Fußballtour bei Inazuma Eleven Ultimate, bei Inazuma Eleven Go. Ganz viele Wörter. Und anschließend beginnt das nächste Live-LP. Ni no Kuni Remastered läuft zwar immer noch, da wir gerade im Postgame sind, also die Story ist durch und jetzt kommt auch das Ganze, was nach der Story noch passiert. Ganz viele sich sehr, sehr langziehende Quests und zwischendurch gibt es immer mal ein anderes Projekt. Und zwar dieses Mal Final Fantasy Fable Chocobo Tales. Ein kurzes Minispiel bzw. eine Minispielsammlung rund um Final Fantasy. Wo ich auch verdammt Bock habe und es jetzt immer wieder mal so einen Wechsel geben, also einmal Ni no Kuni Remastered und dann wieder Final Fantasy Fables. Genau, das wollte ich nur ganz kurz mal ankündigen und ich wollte noch ganz kurz mein neues Handy testen. Das Sony Xperia XZ2. Was ich mir jetzt bestellt habe, denn mein altes, das Sony Xperia XZ, das schon 3 Jahre alt ist, hat echt mit Zeit ein bisschen den Geist aufgegeben und jetzt habe ich ein etwas moderneres. Jetzt bin ich im Stand Mai 2018. Läuft bei mir. Genau, wollte nur mal ganz kurz gucken, denn ich benutze das Handy ja immer wieder mal um ganz kurzes Streamer kündigen oder mal ein bisschen zu vloggen beim Otaku Room oder sowas. Wollte ich auch mal gucken, wie hier die Qualität ist. Vielleicht ein bisschen besser. Man weiß es einfach nicht. Gut, also wie gesagt, morgen, sage ich ja schon morgen hoch, heute um 20 Uhr das Live-Match gegen Schachmeister Weiß bei Inazuma Eleven Ultimate und danach der erste Stream von Final Fantasy Fable Chocobo Tales bei Twitch. Nicht mehr auf YouTube. Auf YouTube geht gar nichts. Haben wir gesehen beim Christmas Stream. Absolut schrecklich. Also, bis dann, hoffentlich.